Herzlich willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir den guten Typen, von dem ich den Namen immer noch nicht kenne, die Ziegenzirke in den Stall geholt und haben uns im Dorf hier umgeschaut. Wir haben auch ein neues Item erhalten, und zwar die Schleuder. Damit können wir jetzt Kerne verschießen. Leute, anvisieren dabei und dann bam! Bam! Ja, okay. Er ist immun. Ich verstehe meine Kerne jetzt auch nicht einfach so. Auf jeden Fall haben wir das gut hinbekommen. Ich habe das erste Video auch schon hochgeladen. Und wer bist du? Ah, Colin. Heute ist Pfad allein auf der Weide. Kümmert sich um alles. Also Pfad. Aber ich frage mich, ob er wirklich klarkommt. Ah, eine Ziege bricht aus! Sie läuft ins Dorf! What the? Alter, die Katastrophe, Leute. Puh, was sagt man dazu? Er weiß doch, dass die Ziegen in letzter Zeit nervös sind. Ich hatte ihm extra gesagt, er soll aufpassen. Danke, Colin. Ohne dich wäre diese Ziege für das Dorf verloren. Rosa. Ach, schon etwas. Ist schon ein bisschen niedlich. Ich wollte, wie er einfach mal von selber wieder zurückgeht. So, ach Mann, was habe ich hier für eine Scheiße gebaut? Gut. Ich würde sagen, das war jetzt nichts Krasses, dass hier nichts gezwungen ist. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir müssen... Das habe ich schon vergessen, ja. Was müssen wir jetzt machen? Eigentlich müssen wir... Ach ja, wir sollen vielleicht zurück zu unserem Haus und vielleicht angeben, dass wir jetzt so eine coole Schleuder haben. Ich weiß nämlich, ob das jetzt hier der richtige Weg ist, weil hier geht's eigentlich zu der Farm. Es ist schwierig, blind, gell? Naja, hier ist die Weide. Hier wollen wir aber nicht hin. Auf jeden Fall noch nicht. Denn so viel ich schon sagen kann, gibt's da auch irgendwann ein Herzteil. Wir versuchen natürlich alle Herzteile zu sammeln. Gut. Da hinten müsste Link wohnen. Und da müssten noch die Kinder sein. Wie ich auch mitbekommen habe, soll die Schleuder aber im späten Spielverlauf auch nichts mehr bringen. Groß. Colli, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit und habe das in dein Zimmer gebracht. Aha, und du hast die Angel abgegeben. Oder abgeholt. Da wird sich Colin freuen. Und man kann wirklich erstaunlich gut mit dir angeln. Also dann, bis später. Was ist in meinem Zimmer? Die Angel? Nee, kann gar nicht sein. Wartet, Kinderchen. Oh, ist das eklig, Alter. Ich angel dich jetzt so. Nein. Ich werde dich umbringen. Alter. Erster Gegner. Riesenspinne. Auf jeden Fall eine ziemlich große Spinne war das schon irgendwie. Ich würde die jetzt hier nicht mal im Zimmer haben wollen. Ihr doch auch nicht, oder? So was? Ah, okay, hier ist eine Truhe. Was ist hier drin? Du erhältst das Holzschwert! Es ist sehr gut gepflegt. Um es zu verwenden, musst du einfach nur B drücken. Ja, aber in meinem Haus geht's leider noch nicht. Wir haben auch unsere erste leere Flasche gefunden. Es gibt, glaube ich, 4 Flaschen in dem Spiel. Ist das nicht toll? Wie geht das Ding jetzt hier ab? Und? Au! Das muss wehgetan haben. Ja. Ja, ich kann das doch schon alles. Okay. So, Kinderchen, ich hab voll coole Sachen. Ah, Colli, du hast ja eine Schleuder. Super, Colli, du hast sie also gekauft. Was geht jetzt ab? Alles vorbereitet. Also an den Zielscheiben
Und den Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Sie sind eben noch Kinder, Colli. Mach ihnen einfach die Freude. Ja, yeah. Ich muss erst mich orientieren, dass das auf X geht. Boom. Alter, was? Wahnsinn, toll, Colli. Siehst du, wenn du ZL drückst, kannst du mit der Schleuder ganz leicht ziehen. Stand auch so in der Gebrauchsanweisung. Was? Gebrauchsanweisung? Scheiße. Du kennst dich ja richtig gut aus. Nein. So, ja. Colli, das ist zu nah. Was? Was willst du jetzt von mir? Achso, ich soll die Dinger da hinten abschießen, oder was? Daneben. Also, das ist schwieriger. Weil da muss ich vielleicht näher kommen von hier. Also, dieses Ziel ist schlecht. Da drüber, echt? Das ist ja ernst. So. Wow, super, Colli. Wow, danke. Das war echt cool. Colli, du bist wirklich unglaublich. Wirklich, Schwertschleuder, egal was. Du kannst mit allen umgehen, oder? Das ist echt ein kleiner Bruder. Ja, genau. Zeig uns das nächste Mal, wenn man mit dem Schwert, wie man mit dem Schwert umgeht. In letzter Zeit sind die Affen hier so frech, aber ich werde sie alle fertig machen. Du musst mir nur zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Das auch noch. Das ist ein Tutorial, weiß ich noch. Hurra! Super, also zeig uns zuerst eine Attacke. Muss man da nicht einfach durch Drücken von B das Schwert schwingen? Ja, wie du immer so geredet, als würden die mit mir reden, gell? Also Link drückt jetzt B, und das bringt ihm eigentlich überhaupt nichts, weil er eigentlich in der richtigen Welt bei ihm ist. Ja, gut. Super, ein horizontaler Hieb. Fantastisch, oder? Wenn du mit Hilfe von ZL den Gegner anvisierst, kannst du übrigens mit B einen vertikalen Hieb ausführen. Und als nächstes... Ah, ich weiß, Colli, zeig uns diesen tollen Trick, wo du mit ZL zielst und dann dieses L-Ding drückst, bevor du B verwendest, um zuzustechen. Los, zeig uns eine Stechattacke. Was mit L? Stichattacken, so heißt das doch. Stichattacke. Also nicht. Ah! Wahnsinn, Colli. Aber jetzt möchte ich auch einen Spezialtrick sehen. Du weißt schon. Die Wirbeltacke, so heißt sie doch. Diese starke Attacke, wo du dich so im Kreis drehst. B gedrückt halten, dann los. Dann loslassen. Er ist da doch nicht dabei. Ich bin auch hier der Schwertstreber, ich weiß das doch alles. Ja? Ja, danke! Super, danke, Colli, ganz toll. Ich bitte, dass du mit uns spielst. Wo du doch sicher auch viel zu tun hast. Einer fehlt noch. Zum Schluss musst du uns noch die Sprungattacke zeigen. Wodurch du in die Luft fliegst und dann zack. Das ist doch die, wo er den Gegner mit ZL analysiert und gleichzeitig A drückt. Aha. Den haben wir schon ausgeführt. Oh. Echt super, Colli. Herzlichen Dank. Ich denke immer, ich weiß jetzt, wie er es macht. Aber selbst kriege ich es nie so hin. Naja, einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen. Vielleicht einen Affen oder so. Oh! Okay. Warte! Was geht ab? Moin, was hast du hier? Die anderen sind alle im Wald. Hoffentlich passiert ihnen nichts. Die Musik sagt schon, dass das Hurtiges und Schlimmes passiert sein könnte. Okay, hinterher. Ich finde das halt schon cool. Taro
und Mario sind weg. Sie wollten diesen Affen jagen. Unglaublich, diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Dann lass uns schnell loslegen. Hier ist Mario. Oder ist das Taro? Keine Ahnung. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte suche ihn, Conny. Okay, ganz tief in den Wald also. Dann hinterher. Los, Epona. Ist schon ein schönes Pferd. Wald von Fiorone. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, genau, lauf zurück. Sowas geht hier ab. Oh, ein See. Aber wir müssen weiter in den Wald hinein. Was der Junge sich traut, Mann. So, wo lang geht's? Da lang, glaube ich. Wo bist du? Ach, aus Orden! Na, typisch. Weißt du denn nicht, dass es selbst am Tage gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Hier gibt's jede Menge Höhen und so. Was ist auch tagsüber dunkel? Wie ist auch tagsüber dunkel? Hier, nimm das! Du hältst die Lampe! Leg sie im Itembildschirm auf Y, X oder R an, um die Dunkelheit zu erleuchten. Drück den Knopf nochmals, um Dinge zu entzünden. Stehst du, kannst du die Lampe mit A löschen. Hast du kein Öl mehr, kannst du sie nicht verwenden. Vergiss also nie, für genügend Nachschub an Öl zu sorgen. Ich verkaufe hier Öl. Um einen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zurzeit gratis. Wenn du Öl hast, spende dir die Lampe Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit ihr anzünden. Wirklich ein tolles Item. Versuch doch einfach mal unter dem Topf ein Feuer anzumachen. Okay. Ich muss erstmal runtersteigen. So, das Schleppchen legen wir uns absteigen. Gut, dann legen wir uns mal die Lampe in den Items an. Auf, ich würde mal sagen, Y. Okay, man muss richtig nah dran stehen. Siehst du? Das Feuer ist an. Du kannst die Lampe jederzeit verwenden, wenn dir das Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir Neues kaufen. Okay, und mit A kann man sie weglegen. Ist sie dann immer noch an? Sieht so aus, oder? Und ich lege die mal ganz schnell weg. Keine Ahnung, die Lampe will irgendwie nicht weg, aber die ist schon aus, das sieht man doch. Gut, dann würde ich sagen, das können wir jetzt hier in die Höhle rein, weil Epona will hier wohl nicht rein, wie es aussieht. Verstehe ich natürlich auch, gell? Zack, zack, zack. Oh, was ist das denn? So eine Tarantula. Zack, zack, zack. Was ist das? Ah, okay. Schnell rein hier. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Oh mein Gott. Los. Wir müssen in die Höhle rein. Ja, ich muss erstmal klarkommen. Feuer an. Aber weglegen die Lampe. So, ja gut, wir könnten sie noch gebrauchen. So, voll Gegner. Take that! Okay, das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht, also müssen wir es verbrennen. Macht ja auch irgendwie ein bisschen. Was ist das? Also! Ratte oder irgendwie sowas in der Art. Okay. Hier das Feuer mal anmachen. Und jetzt legen wir das Ding mal wieder weg. Was ist in den Dingern drin? Warte, ich muss jetzt mit Y. Warte. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Ah, weglegen und jetzt Y. Okay. Da drin droppen. Ein paar Diamonds. Der Junge es geschafft hat, einfach mal hier drinnen zu.
den, also hier überhaupt durchzukommen. Bei den ganzen Monstern kann ich das überhaupt nicht verstehen, wie er das gemacht hat. So, wo lang jetzt? Von der Karte aus zu urteilen. Ist hier eine Sackgasse, oder? Da hinten ist was. Okay, erstmal das. Oh, der Fledermaus. Komm her, Mann. Hier hat sich eine Truhe versteckt. Mit 10 Rubinen. Schön. Genau. Ausmachen wieder. Das Öl geht relativ schnell aus. Dann geht's raus, okay. Das ist schon halt etwas spannender. Wir haben die ersten richtigen Gegner jetzt gesehen. Okay. Hier geht der Wald von Fiorone weiter. Aber wo ist der Junge? Taro. Was ist das da hinten für ein Typ? Komm her. Ich würde ihn mit einem Schlag richtig umbringen, mit diesem feinen Schlag dort. Hier, wo man A drückt und dann BAM! Aber das geht aber ja nicht. Kann man hier schon was bekommen? Das ist ein sehr großer Platz. Boah, wie ich sie gegen die Wand gedonnert habe. Das hier ist sehr, sehr risikohaft. Ah, jetzt habe ich noch nicht. Beide weg. Okay. Eine Sackgasse. Dann müssen wir hier wahrscheinlich hoch. Alter, was ist das denn für ein Quatsch? Müssen wir das überhaupt machen? Ich sehe auf der Karte auch nicht unbedingt, weil ich gehe mal hier auf die Minikarte vom Gamepad. Es ist ein großer Platz, also der Wald von Fiorone ist ziemlich groß. Hä, das geht doch überhaupt nicht. Was will der denn? Hier kann man auch hochklettern. Aber auch das bringt uns kein Stückchen weiter. Hier geht's nur zurück. What? Ach, da hinten geht's weiter. Das ist so ein großer Platz und ich kenne mich in dem Spiel nicht aus. Da hinten gibt's noch einen Weg. So, die Tarn. Wegmachen. Bam, bam. So, hier lang. Hä, wo ist der denn so? Das sind so viele Gegner. Weg. Du kannst dich auch verpissen. Boah, da hat sie mich aber. Was kriegst du zurück? Wo geht's weiter? Alter, die respawnen! Relativ schnell. Alter, ich weiß nicht, wo der Ort ist, wo es weitergeht. Das ist gerade voll nervig. Ja, hier hinten ist ja auch nichts. Oder doch hier. Den Durchgang habe ich nicht gesehen, weil ich blind bin. Und nichts kann. Und hier sind relativ viele Gegner. Das ist schon ein starkes Holzschwert. Das hat aber nichts damit zu tun gehabt, wo wir hin müssen. Allerdings hat es eine Truhe erscheint. Also wir gehen erstmal auf die. Wir öffnen erstmal die kleine. Ja, bitte mal die kleine öffnen.
Ein kleiner Schlüssel. Also hat das doch was Wichtiges. Also, zu tun gehabt. Und wir erhalten unser erstes Herzteil. Wenn wir hier 5 gesammelt haben, sonst in den anderen Zeldas musste man nur 4 sammeln. In Twilight Princess muss man anscheinend 5 sammeln. Das ist ein bisschen doof. Aber das macht natürlich auch den Schwierigkeitsgrad höher. Schwinde. Erfolgt uns noch was? Die Musik hat nicht aufgehört. So. Dann lass das mal schauen. Was willst du? Du auch eine Ungar, die mich rausgekommen hat. Aber das war die Fledermaus, oder? Oder der das hier? Sind 2 Typen. Oh, die haben uns sind unterhalten. Und hier braucht man auch das Schloss. Geht jetzt endlich weg. Es geht immer noch weiter. Ihr könnt doch gar nichts. So, welcher Typ ist, wer ist das? Spitze, Spitze! Jetzt doch kaufen! Kauf noch was! Grave, komm, kauf was! Was ist das denn für ein Typ? Das Lampenöl? Das könnten wir vielleicht sogar gebrauchen. Lampenöl, genau. Um Öl nachzufüllen, lege die Lampe. Lampenöl 20 Rubine, denn nee. Ach komm, 20 Rubine, ist das dein Ernst, Mann? Na, ich will sie dir geben. Ach, nicht hier rein, oder was? Ich muss dir 20 geben, Mann. Grad danke! Danke, danke. Also ich hätte ihn jetzt bestimmt auch betrügen können, aber ich hätte gehört, wenn man ihn betrügt, dann wird er aggressiv und greift dich an, sobald du wieder in der Nähe bist. Und ist das da hinten? Taro? Was für ein großer Baum. Ja! Und der Affe ebenfalls. Was haben die getan? Ich komme! Es ist noch nicht so spannend, aber glaub mir, es wird noch spannender. Ich habe das in den Let's Plays auch gesehen. So, jetzt! Was ist das da hinten? Befreie euch! Gekommen wärst, Collie, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen gefressen. Es ist übrigens ein ziemlich nettes Tierchen. Es wollte mich beschützen und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Collie, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also bitte sag ihm nichts davon, versprich es mir. Der Akku schon wieder alle. Bald. Collie! Ah, okay, ja. Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen, vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden. Findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Collie, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Haha. Und ab jetzt sollte das Abenteuer auch richtig beginnen, dann so langsam, wenn wir nämlich dann endlich aufbrechen. Die Weide.
Ach man, die sind ja schon wieder ausgebüxt. Na gut, dieses Mal ist es nicht so schlimm. Hey, Colli! Ich will ja sofort lachen. So, Colli, langsam ist es wohl Zeit zum Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Wieso? Du willst doch ein wenig arbeiten, um die Ziegen in den Stall zu treiben. Steck auf die Pona und zeig den Tieren, wo es reingeht. Wollen wir das noch tun? Ich mach das offline. Wir sehen uns zum nächsten Mal von The Legend of Zelda Twilight Princess wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde. Noch eins will ich sagen, diese zwei Lichter dort sind meine Fenster. Ich hätte daran dieses Mal nicht gedacht, seid mir nicht böse. Das nächste Mal wird das auf jeden Fall weg sein. Da werde ich versuchen, das irgendwie halt zu welche Jalousien runter machen. Und dann seht ihr das auf dem Handy nicht so schlimm. Ich werde offline jetzt die Ziegen in eintreiben und dann werden wir im nächsten Part aufbrechen nach Hyrule. Bis dahin, freut euch auf die kommenden Parts und ciao!